So, da sind wir wieder zurück bei Wingspan und jetzt kommt das angedrohte Spiel. Wir können ein individuelles Spiel machen für 2 bis 5 Spieler. Ich kann mit Freunden oder der KI spielen. Wir können aber auch gegen Automata spielen. Und der Unterschied zwischen Automata und dem individuellen Spiel ist das, dass wir beim individuellen Spiel gegen mehrere Gegner spielen können. Also 2 bis 5 und mehrmals die KI einstellen können. Und wir können bei der KI auch draufklicken, so wie im Tutorial, um zu sehen, was die hat. Bei Automata kann man das nicht und wir können nur gegen Automata spielen. Und ich habe das Gefühl, dass Automata einen echt über den Tisch zieht teilweise. Deshalb machen wir einfach mal individuelles Spiel. Das hier sind wir. Wir sind der Kingfischer. Wir bleiben erstmal. Ja, wo sind die denn? Uiuiuiui. Wir bleiben auch mal so, wie das hier voreingestellt ist. Also das sind die Farben, die wir wählen können. Das sind wir blau. Wir können einen Avatar wählen, aber ich kann auch vielleicht mal die Eule wählen. Komm, wir nehmen einfach mal die Eule. Ich finde die Avatare eh so geil hier. Also wir nehmen doch mal die Eule. Und dann nehmen wir das hier. Dann sind wir schon mal leichter zu erkennen. Dann möchte ich aber vielleicht die Farbe wechseln. Dann möchte ich die Eule vielleicht rot haben. Ja. Und dann wählen wir hier auch noch mal anders aus. Dann ist er halt blau. Machen wir hier ihn. Machen wir die KI hier rein. Und die KI kriegt den Hintergrund. Das ist doch schön. Die komische Taube hier im Hintergrund. Und hier kann man jetzt zum Beispiel einstellen, ob das ein Mensch oder eine KI ist. Wir können ja unsere Zielvorgabe ändern. Wir können nach Siegpunkten gehen oder wir können aber nach erfüllten Zielen gehen. Und wir lassen mal die erfüllten Ziele drin. Und die Reihenfolge, wer anfängt, ist jetzt zufällig. Also, wir klicken einfach mal und schauen mal. Ich glaube, ich bin dran. Ich darf zuerst ziehen. Ja. Und als erstes kriegen wir Karten auf die Hand. Also, insgesamt 0 von 5. Ich könnte jetzt 5 Karten wählen und dafür kein Futter. Ich könnte jetzt 5 Futter wählen, aber auch keine Karten. Und beides ist Bullshit. Denn wir schauen erstmal nach hier oben rechts. Wir brauchen Vögel insgesamt nachher. Und wir haben Zielvorgaben mit 3 verschiedenen Nesttypen. Und das ist Bullshit. Ich hasse diese Runden, denn die verliert man oftmals. Denn man sieht bereits, ich krieg den einen Nesttypen nämlich schon mal gar nicht. Nämlich den allerersten, den wir gleich brauchen. Ganz toll. Dann braucht man nämlich echt immer Glück, dass man halt auch die Zielvorgaben überhaupt erfüllen kann. Wir brauchen nämlich eigentlich nur Vögel mit diesem und diesem Nest auch noch. Und die hier, der Nachtreiher, der gibt extrem viele Punkte. Genauso wie der Truthahn. Der Truthahn hat aber 0 Fähigkeiten, die man nutzen könnte. Beim Ausspielen ziehe zwei neue Bonuskarten und behalte eine. Davon ist vielleicht ganz, ganz praktisch, die zu haben. Lege ein Ei auf diesen Vogel. Ist auch ganz gut. Wir haben keine Vorgabe zu den Lebensräumen. Das heißt, ich nehme. Also den hier brauche ich auf jeden Fall, weil das der einzige ist hier davon. Ne? Auf alle Würfel, die nicht mindestens eins behalte und lagere auf der Karte. Das mache ich mal nicht. Ich nehme mal die hier. Auch wenn die Futterkosten für die Viecher echt hoch sind. Aber ich habe jetzt schon mal 3 von 5. Dann brauche ich. Ich brauche auf jeden Fall eine Maus. Ich brauche einen Wurm. Machen wir weiter. Und eine Bonuskarte. Der Brutverwalter. Vögel mit mindestens 4 Eiern auf der Karte gibt einen Punkt pro Vogel. Laienornithologe. Vögel mit weniger als 4 Siegpunkten. Das sind 42% der Karte. Wir nehmen das hier. Also gut, jetzt ist der Gegner dran. Der wählt aus. So, die erste Runde beginnt. Und ich entscheide mich dafür, erstmal eine Karte zu ziehen. Nämlich den hier. Damit wir schon mal einen Vogel in diesem Kacknest haben. So, wir brauchen erstmal. Den kann ich nur im Grasland spielen, aber ich brauche Futter. Ich muss also Futter würfeln. Und zwar, ich hab einen davon, eine Maus. Ich brauche eins davon. Jetzt ist er dran. Ich kann ihn immer noch nicht spielen. Ich kann hier aber Sonstiges wählen. Und jetzt nehme ich hier nochmal die zweite. Dann kann ich den nämlich wirklich ausspielen. So, ich muss halt immer warten, bis der Gegner dran ist. Ich kann zwischendrin nichts machen. Er hat Vögel gezogen.
Ich spiele dich, ich bezahle die Futterkosten. Poachers sell these birds as pets, making it harder for wild populations to thrive. Okay, wir haben jetzt eine Information zum Papst Fink bekommen. Wir werden die nicht zu allen Vögeln bekommen, weil ich das eingestellt habe, dass ich nur Informationen kriege, wenn ich Vögel, die ich noch nicht in einem anderen Spieldurchlauf hatte, gespielt habe. Allesfressende Vögel sind 10%. Wir nehmen Plattformbauer, denn die brauchen wir sowieso für das da. Also nehmen wir das hier. So. Ich habe ihn ausgespielt, das heißt, der Gegner ist dran. Und jetzt muss ich Eier legen. Frage ist, gebe ich wirklich Futter her? Ja, ich gebe Futter her. So. Jetzt ziehe ich erstmal neues Futter. Oder schaue, ob ich neue Vögel ziehen kann. Er hat Eier gelegt. Ich schaue mal, was bei ihm was so abgeht. Da ist nix. Okay, er hat einen davon mit zwei. Und da gibt es 6 Punkte. Scheiße. Und er hat den hier auch schon ausgespielt. Aha. Ich schaue einfach mal, was so neue Vögel machen würden. Oh, da wäre die Amerikanerkrähe mit dabei und der Rundschwanzbussard wäre dabei. Die Krähe gibt mehr Punkte, aber Vögel mit weniger als 4 Siegpunkten geben mehr Punkte. 5 bis 6 Vögel. Da hätte ich dann einen davon. Nein, wir ziehen eine neue Karte und wir nehmen die Krähe. Wir nehmen erst die Krähe. Denn die frisst alles vor allen Dingen. Und das heißt, wir ziehen jetzt erstmal Futter. Und dann spielen wir die Krähe nämlich auch hier, damit wir nachher mehr Futter ziehen können. Die Krähe frisst alles. Gib mir das. Okay, ich spiele dich, ich bezahle das hier. Ich muss kein Ei bezahlen, weil es die erste Karte im Feld ist. Beide nur 1 Punkt. Das heißt, wir kriegen beide 2 Punkte. Das ist okay. Hier sind wir gleich auf und hier ist er mir natürlich voraus, weil er schon einen Vogel damit gespielt hat. Aber das wird nicht so bleiben. Hoffentlich. Das ist, ich werde wahrscheinlich mega versagen, aber ich brauche jetzt nämlich erstmal Futter. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Okay, suche Futter. Ich kann eine Karte abwerfen. Theoretisch will ich aber gar nicht im Moment. Es sei denn, ich würde... Aber das Huhn hat extrem viele Plätze. Nein, die kann ich nicht hergeben. Scheiße, ich brauche die. Und der Nachtreiher gibt so fucking viele Punkte. Das geht nicht. Ich muss hier nehmen, was ich kriege, ne? Also ich brauche zum Beispiel einen Wurm. Und Fisch. Ich nehme den Fisch. Eier ablegen. Wirf einen Elfen einem anderen deine Vögel ab, um einen... Das so... Wir sind jetzt nur in der Runde, wo ich nur gesamt Vögel brauche und keine Eier. Jetzt kann ich nämlich ein zweites Futter wählen. Gib mir die. Das machen wir nämlich gleich nochmal. Wir nehmen jetzt nämlich gleich nochmal Futter. Und zwar nehmen wir nochmal den Wurm, weil es so schön ist. Und jetzt machen wir das nochmal. Und was nehme ich denn jetzt? Ach, ich nehme, weil es so schön war, noch mal einen Wurm. Oder nein, nein, nein. Ich möchte das da. Ist egal. So. Jetzt kann ich ausspielen. Gehen wir der Plattform zuerst. Da geht nur um Wasser. Weiter. Night herons eat carrion and eggs in addition to fish, rodents and invertebrates. Okay, jetzt sollte ich langsam mal zusehen, dass ich Eier lege, ne? Wie viele Vögel hat er insgesamt? Das bin ich, das ist er. Ach, da bin ich schon bei ihm, ja. Ich muss das mal gucken. Einer. Zwei. Er hat nur 2 Vögel bislang. Ich bin im Vorteil ihm gegenüber, denn ich habe insgesamt mehr Vögel. Ich habe 1, 2, 3. Aber ich sollte mehr Vögel ausspielen. Ich ziehe jetzt allerdings erstmal einen Vogel, und zwar den Kaninchenkauz erstmal. Ich gebe kein Eier ablegen. Um einen da aus dem Nest zu nehmen. Aha, kann ich das noch? Habe ich noch? Ja.
Jetzt kann ich mal aussehen, was ich brauche. Ich habe eins nur davon. Ich brauche aber die Maus und einen Wurm nachher. Wir haben ja noch Runden. Wir würfeln jetzt erstmal. Klauen uns das hier. Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja, kann ich nicht mehr. Das sagt er mir an. Weil ich keine Eier mehr habe. Das heißt, wir legen jetzt erstmal wieder Eier. Das ist nämlich jetzt nicht das Problem. Also, zwei Eier. Und zwar auf Vögeln, diesem Nest erstmal. Ich könnte theoretisch ein weiteres ablegen, aber ich muss jetzt erstmal den Kaninchencode hier spielen. So, denn in der Runde geht es nicht darum, Eier im Nest zu haben. These owls often use old prairie dog burrows for their underground nests. Okay, nach Siegpunkten liegen wir bislang vorne. Ich habe Angst, dass ich gewinnen könnte. Jetzt geht es darum, nämlich Eier in den Nestern zu haben. Das heißt, wir legen erstmal schön brav Eier ab. Würfel außerhalb des Vogelhäusens. Würfeln! Ja! Ein Futter wird auf meinem Vogel gelagert. Ich habe Vögel gezogen. Ich werde Eier legen. Halt, geh mal da runter. So. Und dann schmeiße ich eins auf dich. So, jetzt würfeln wir nochmal. Ja, ich krieg nochmal eine Maus. Boah, das läuft echt gut. Das ist immer nur die Aufnahmen für YouTube laufen gut. Ich würde mich privat spielen, kriege ich voll auf die Fresse vom NPC. Der NPC hat Vögel gezogen. Ich sollte jetzt langsam mal Futter ziehen, ne? Das ist eines davon. Hat er überhaupt... Er hat immer noch nur zwei Vögel? Hä? Kann es sein, dass ich gewinne? Was zur Hölle geht hier vor? Er hat halt einfach Pech. Er hat halt einfach keinen mit dem Nest, ne? Obwohl jetzt zwei da wären. Die bringt 0 Punkte. Der Nordamerikaner, die Rohrdommel bringt 7 Punkte immerhin. Aber die kann ich jetzt nicht mehr ausspielen. Und ich gehe ja nur darum, die Runde zu gewinnen. Und mein Vogel bringt 9 Punkte. Außerdem profitiere ich mehr davon, wenn ich mehr Vögel mit weniger Punkten habe. Theoretisch sollte ich den blöden Bindentaucher nehmen, ne? Gibt einfach nachher dann mehr Punkte, aber der... Also ich brauche erstmal Futter, ne? Ich habe kein Futter. Ich würfel nochmal noch komplett neu. Kann ich eines davon abwerfen? Ja, aber das dumme Prärion hat so viel. Nein, nein, wir werfen keine Karte ab. Wir nehmen einfach nur, was wir kriegen. Ich kann aber ein Ei ablegen und zwar von dir. Dann kann ich mir nämlich auch rausnehmen, was ich will. Jetzt habe ich nämlich zwei davon. Er hat eine Ohrenschabe gespielt. Lass mal sehen. Was kann die? Das ist eine mit dem Nest. Okay, er kann aber maximal 3 Eier drauf ablegen. Beziehungsweise die Vögel werden halt einmal gezählt, ne? Ich brauche die jetzt aber nicht mehr in der Runde, ne? So, davon equalisieren. Wir ziehen weiter Futter. Wir legen es jetzt drauf an. Wir ziehen weiter Futter. Und zwar einen Wurm ziehen wir. Kann ich hier noch ein Ei ablegen? Ja, von dir kann ich eins ablegen. Kann ich mir nochmal rausnehmen, was ich will. Und zwar nochmal das hier. So gut, ich kann jetzt hier das dumme Präriehuhn ausspielen, ne? Ich kann aber auch... Ich lege ein Ei auf diesen Vogel bei Aktivierung. Wir machen das hier. Achso, ich muss erst ein Ei ausgeben, damit ich ein Ei ablegen kann. Ach. Ja. Wenn ich nochmal Eier lege, das mache ich jetzt. Ja, wir haben Eier gelegt. Dort habe ich keinen weiteren, ne? Kann sein, dass die Runde an ihn geht. Ist aber egal.
So. Digga, ein Ei auf den aktuellen Vogel. Ja. Würfeln. Ah, schade, keine Maus dabei. Runde vorbei. Wir haben gewonnen. Warum läuft das so gut? Was zur Hölle ist hier los? Ich bin es nicht gewohnt, dass der NPC scheiße ist. Er hat einen Vogel gespielt. Lass mich mal seine Punkte zusammenzählen von seinen Vögeln, ne? Das sind 6 Punkte. Das sind 10. 17. Er hat 20 Punkte. Scheiße. Scheiße. Und er hat hier einen Punkt im Vorteil. Was bringen meine Vögel denn? 10, 13. 4 sind 17. Okay. Wir sind bei 26. Das ist okay. Wenn ich zählen kann, wenn ich richtig zählen kann, oh Gott. Wir ziehen Karten. Wir ziehen die hier. Und wenn ich ein Ei abwerfe, kann ich ein weiteres ziehen. Und wir nehmen ein Random Nest, beziehungsweise wenn ich einen von den beiden hier nehme, spielt der Mitspieler einen Waldvogel. Weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das bei ihm ist. Schiebe eine Karte aus deiner Hand oder diese Karte, tust du das, ziehe eine neue. Wir nehmen das hier wegen, wegen Eier ablegen. Oh, das Ei, das ich ausgegeben habe, kann ich jetzt irgendwo ablegen. Habe ich einen Vogel mit dem was? Ja. Ach nein, Eier ablegen. Ja, ich muss eins ablegen. Nein. Ich möchte gerne ein Ei von dir weggeben. Erhalte ein Dingens aus dem Vorrat. Ich brauche einen Wurm, um dich hier auszuspielen. Ich brauche Sonstiges und nochmal Wurm. Ja. Okay, wir ziehen jetzt erstmal Futter. Und zwar ziehen wir jetzt Sonstiges. Genau. Schmeißen eine Karte weg. Um weiteres Futter ziehen zu können. Und zwar das hier. Machen wir das so. Wir schmeißen ein Eier ablegen. Ach, von ihm, von dem Vogel kann ich keins ablegen, okay. Ist okay, dann geben wir eins davon weg. Dann darf ich nämlich nochmal Futter aussuchen. Die hier frisst alles. Ich kann aber nur 2 Plätze ablegen, das heißt, wir nehmen das hier. 2 davon und 1 davon. Das heißt, ich kann random wählen. So. Wir schmeißen jetzt unsere Prärie-Ruhen hier weg. Also hier rein. Nee. Wir bezahlen das. Wir bezahlen 2 Eier und jetzt legen wir nur noch Eier. Greater Prairie Chicken. One subspecies of this bird when extinct in 1932. Jupp. And the Texas form is endangered. So, erst dran. Wir legen jetzt nur noch Eier. Eier, Eier, Eier. Ja, ein Ei auf diesen Vogel. Würfle. Oh wow, lauter Ratten. Erst dran. Eier, Eier, Eier. Letzte Runde. Ich habe Eier gelegt. Ja, das tue ich jetzt auch. Warte. Weil ich jetzt nochmal automatisch ein Ei hier ablegen darf. Kann ich bei dir ablegen? Ich kann hier eins ablegen und ich kann da eins ablegen. Dann sind meine Vögel voll. Ein Ei auf der aktuellen Vogel. Würfeln. Ja. Und wir haben gewonnen. Nach Rundenzielen haben wir gewonnen. Aber jetzt kommt ja die Insgesamtpunktzahl. Also Vögel, Betrag auf Karten. Habe ich da bitte mehr als er? Ja, aber nur ganz knapp. Rundenziele im Betrag, da müssten wir vorne liegen. Eier, er hat sehr viele Eier abgelegt, aber wir haben mehr. Wir haben mehr Futter auf den Karten, wir haben mehr untergeschobene Karten. Boah! Ich habe eine Runde gewonnen. Das ist immer nur, wenn ich aufnehme. Ich schwöre, das ist nur das Beispiel für YouTube. Da bin ich nicht ganz so scheiße dastehe, ne? Kann ich auf die Details klicken? Ah ja, da sieht man das hier nochmal. Interessant. Wow.
Wir können jetzt nochmal auf erneut spielen gehen. Das speichere ich einfach mal im Archiv, damit es heißt, wow, ich habe einmal gewonnen. Und die Folge hier ging tatsächlich nur 20 Minuten, deshalb spielen wir nochmal eine Runde und dann wird, ach, ich werde kläglich versagen. Aber das Gute ist, wir haben jetzt Rundenziele, wo es nur um die Landschaften geht und einmal nur um die Nestform. Der NPC darf anfangen, hat entschieden, drei Vögel und Futter zu nehmen. Also gut, die Nestform hier ist gerade überhaupt nicht dabei, aber die ist zum Glück nicht so wichtig. Wir brauchen jetzt erstmal Vögel, die im Wasser und im Grasland beheimatet sind. Und im Wasser habe ich dich. Dich, du bringst... Oh, die bringt 8 Punkte. Zitronenweizsänger, voll schön. Eine Kornweihe, die nehmen wir auch mal mit. Danach haben wir Vögel im Grasland. Da kriege ich wieder welche. Ich muss keine Bärtammer? Bairtammer? Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Nee, einfach einen beliebigen Vogel bei Aktivierung. Die hat aber einen guten Effekt. Es geht nur um die Anzahl an Eiern im Moment, die man ablegen kann. Aber wir ziehen neue Karten. Wir nehmen in erster Linie Futter. Und zwar, ich brauche die Maus für den, damit ich den gleich ausspielen kann. Ich brauche einen Wurm und ich brauche das hier, ne? Okay, jetzt nehmen wir hier mit diesem Nest. Das sind 31% der Karten. Die Vögel müssen einen Hm oder Hm haben. Und die brauchen wir sowieso. Das heißt, wir nehmen das da. Für die späteren Rundenziele. Und der NPC darf jetzt zuerst ziehen. Und Vögel im Wasser. Ja, dich kann ich hier hinschmeißen. Und für dich muss ich nämlich keine Kosten zahlen. Northern Harrier. Northern Harriers fly low over marshes and grasslands, seeking prey. Okay. Der hat den Carolina-Zaunkönig gespielt. Wir legen erstmal 2 Eier, damit wir zumindest mal Eier im Wasser haben. Danach muss ich nämlich Futter ziehen, weil ich jetzt nichts mehr legen kann. Er hat Eier gelegt, wir ziehen Futter. Wir haben ein Wurmel und ein das hier und wir nehmen ein so eins. Dann haben wir 2 Würmsche und das hier und das heißt, ich kann meinen Vogel bezahlen. Dafür muss ich jetzt aber ein Ei ablegen, das ist aber nicht wild. Wir schmeißen das hier weg. Jetzt ist er wieder dran. Wir müssen jetzt aber Eier legen, weil noch können wir nur 2 Eier legen. Jetzt ist der NPC wieder am Rödeln. Er hat Futter erhalten. Wir ziehen Eier. Also legen Eier. Es geht ja darum, Eier im Wasser abzulegen. Ist ja egal, auf welchem Vogel und in welcher Nestart. Ich gucke jetzt mal bei ihm, wie viele Vögel er im Wasser hat. Keins. Scheiße, hat er viele im Wald gespielt. Aber er hat keinen einzigen Vogel im Wasser. Das heißt, die erste Runde geht jetzt an uns. Das heißt, ich kann jetzt erstmal aufhören mit Eier legen. Ich kann jetzt Karten ziehen. Denn wir brauchen immer noch Vögel mit dem Nest und wir brauchen Vögel im Grasland. Ich würde lieber den hier nehmen und dann mache ich auf... Yay! Hey, Indigo Fink! Yay! Der bringt sogar Punkte. Und ich darf eine Karte vom Nachziehstapel ziehen. Hey, und ich darf die drunter schieben. Er ist dran. Wir sind dran. Wir holen jetzt Futter. Ach, nämlich Vögel im Grasland. Das sind die zwei. Dann brauche ich Vögel im Wald. Da kann ich aber immer noch welche ziehen. Zwischen den Zügen. Der Vogel eines Mitspielers vom Young erfolgreich. Das ist halt so... Da hast du keine Garantie dafür. Also die frisst das oder das. Das heißt, die hier kann ich gleich zuerst spielen, ne? Die frisst das oder das. Wir haben so ein Schwein, ne? Okay, er ist dran. Er hat Eier gelegt. Ich spiele meinen Vogel hier im Grasland. Wirf ein Eier, um 2 Karten zu ziehen. Ist auch eine gute Fähigkeit eigentlich. Er hat Eier gelegt.
Ich muss Futter ziehen und zwar brauche ich einen Wurmel. Ich muss den Vogel halt unbedingt hier erstmal spielen, damit ich mehr Futter ziehen kann, ne? Auch das hier. Danach brauche ich ein so eins. Jetzt geht's um Eier im Grasland. Also. Helmspecht. Alle Spieler legen ein Ei auf einen beliebigen Vogel mit diesem Nest, sodass ein weiteres auf eins mit dem anderen legen. Habe ich so eins? Ja! Aber ich habe keinen Vogel mit einem anderen, ne? Nein. Das heißt, ein Ei kann ich legen. Aber ich bin dran. Ich kann meinen Vogel jetzt im Grasland spielen, ne? Aber theoretisch bräuchte ich ihn oben im Dingens wegen Futter, ne? Ich brauche ihn hier wegen Futter. Erhalte einen Wirbellosen oder einen Dingens aus dem Vogelhäuschen, falls vorhanden. Er hat Eier gelegt, das machen wir jetzt auch. Haben kein Futter, das kann ich, das ich eintauschen kann, aber das macht nichts. Übrige Eier ablegen. Nein, 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 nicht von dem. Wirf ein Ei ab, um zwei zu ziehen. Das machen wir einfach mal, und zwar von dir. Jetzt darf ich zwei Karten ziehen, nämlich. Ich brauche die hier wegen Endziel und weil ich die dann da im Wald spielen kann. Aber ich nehme die hier, den Azurfink. Oh, wir haben echt Glück gehabt mit den Karten hier, ne? Wir sind dran. Brauchen mehr Eier im Grasland. Ein Ei hier. Ich hab leider nur einen Vogel im Grasland gespielt, ne? Ah, nicht ganz so schlau, aber das macht nichts. Wir arbeiten jetzt auf Vögel hier hin drin. Achso. Nein, die möchte, dass ich ein Ei ablege, damit ich zwei Bonuskarten ziehen kann. Ja, kann ich ja machen. Kann ich ja machen. Und zwar von dir. Jetzt kann ich ziehen. Ich nehme einfach mal auf Risiko und gehe zweimal hier hin. Wir haben den Rabengeier! Ja. Ja. Er hat 0 Punkte hier. Okay, das ist gut. Denn die zwei Sachen kann ich aufholen, wenn ich jetzt gut bin. Er hat Eier gelegt. Ich spiele einen Rabengeier. Der kostet mich nichts. Klick auf einen Vogel aus einem Bild. Yep. Klauen von dir Eier. Jetzt habe ich den hier bezahlt. Also gut, ich bin dran. Ich brauche Futter. Und zwar. Ich brauche einen Fisch und ich brauche einen das da. Suche Futter aus dem Vogelhäuschen. Ja! Ich darf mir aussuchen, was ich möchte. Ich habe einen das, ich habe einen Fisch. Ich brauche eigentlich eine Maus. Ich habe keine Maus. Ich brauche aber sowieso zwei Würmer. Der Herr spricht. Alle Spieler legen ein Ei auf ein mit diesem Nest. Ein Ei auf dieses Nest, ein Ei auf das hier unten. Deshalb nehme ich von dem hier ganz gerne Eier weg eigentlich. Ja. Ich bin dran. Okay. Ein Fisch, zwei Würmer. Ich brauche mehr davon. Die Ratte. Die Ratte ist immer gut. Jetzt brauche ich. Das hier. Jetzt darf ich mir das hier aussuchen. Weil es das heißt ja ein Wurm oder das hier. Und jetzt spielen wir unsere. Spiele ich dich hier? Ja, ich bezahle eins davon. Ich bezahle eines hiervon. Jetzt habe ich den hier zwischen den Zügen. Jetzt muss ich nochmal einen Vogel. Ah ja, der Helm spricht, lege ein weiteres mit einem selben Nestort. Mit der Eier 1 kann ich nur eins machen. So. Ich habe zwei Würmer. Eines davon, einer davon. Kann ich dich spielen? Ja, kann ich. Muss irgendwo zwei Eier wegnehmen.
Dann nehme ich von dir und von dir hier unten eins weg. Dann kriege ich den Azurfink nämlich. Dann ist die Runde nämlich auch vorbei. Einsiedler. Der, die Spieler mit den wenigsten Vögeln erhalten ein Futter. Das bin ich. Das heißt, er gewinnt mit den Vögeln in dem Habitat hier. Okay, ich kann kein Helmspecht, ich kann das hier ablegen. Ich bin dran. Also. Eier legen wie nichts Gutes. Und zwar auf alle mit diesem Nest. Übrige Eier ablegen. Kann ich nicht, glaube ich. Obwohl, ich darf ich zwei Karten ziehen, ne? Kann ich. Von dir. Ich darf zwei Karten so. Oh, ich könnte den hier nehmen. Und den hier. Ich versuch's einfach mal. Er gewinnt die Runde. Nein, wir gewinnen beide. Wir haben beide gleich viele Punkte. Okay, ich bin immer noch im Vorteil ihm gegenüber. Trotzdem legen wir jetzt erst einmal Eier ab. Sie will sich. Nein, das machen wir nicht. Wir überspringen den Zug jetzt. Wir behalten die, die wir haben. Wir ziehen jetzt erstmal Futter. Ich brauche eins davon, ich muss würfeln, und zwei davon, denn ich möchte gerne den hier spielen. Der hat zwar nur zwei Dinge, aber der bringt 8 Punkte. Das heißt, wir nehmen den jetzt erstmal. Verschiebe den Azurfink in einen anderen Bereich. Nein, möchte ich nicht. Das ist nämlich nicht wichtig. Überspringen. Ich darf mir Futter aussuchen. Nämlich den hier, dann kann ich den hier vielleicht nämlich auch noch irgendwo rausholen. Ich spiele jetzt erstmal meinen Freund hier im Grasland. Dann zahle ich ein Ei als Kosten. Und dann ist mein Freund hier dran. Und jetzt legen wir Eier. Zwei hierauf. Eins darauf. Und weiter. Eier ablegen möchte ich gerade nicht. So, er hat Eier gelegt. Jupp, das ist schön. Ich kann meinen Freund hier nicht mehr spielen, ne? Nee, kann ich nicht. Wir legen Eier. Ist nicht so wild, dass wir jetzt den letzten auch nicht mehr ausspielen können, aber wir kriegen ja Punkte dafür, dass wir nämlich Eier überhaupt ablegen. Auf egal welche Vögel. Nein. Die Runde ist jetzt nämlich vorbei. Halten ein Ding jetzt aus dem Vogelhaus. Hier. Und wir haben gewonnen. Zumindest nach Punkten. Also zumindest nach erfüllten Zielen haben wir gewonnen. Aber jetzt müssen wir gucken. Bitte lass mich mehr haben. Oh Gott sei Dank. Ein paar zumindest. Rundenziele habe ich bitte. Oh, ich habe zum Glück signifikant mehr Rundenziele erfüllt. Schon wieder gewonnen. Wow. Wow. Wir haben jetzt 2 Runden gespielt und ich habe gewonnen. Aber ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Überblick davon bekommen, wie Wingspan funktioniert. Und wie das Spiel hier nicht nur funktioniert, sondern dass ich auch echt Spaß hieran habe. Ne? Ich kann vor allem nochmal zeigen in den Einstellungen, ihr könnt das sogar mit einem Controller spielen, wenn ihr wollt. Wer wirklich faul ist, kann das mit einem Controller spielen. Hier sind übrigens die Keys für die Tastatur. Ich, wie gesagt, man geht alles mit der Maus. Ne? Also wie du die Auflösung ist jetzt natürlich viel zu gering eigentlich, weil ich einen größeren Monitor habe, aber scheiß drauf. Also Sprache ist zwar Text auf Deutsch, aber die Sprachvertonung gibt es nur auf Englisch. Die gibt es nicht
Nicht auf Deutsch, aber das ist ja auch nicht schlimm in den meisten Fällen. Das ist zwar alles auf Deutsch auf den Karten eingeblendet. So, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Gefallen an Wingspan gefunden und überlegt euch, es selbst zu kaufen. Es ist erst vor kurzem erschienen und ich habe gleich am ersten Tag 5 Stunden in dieses Spiel versenkt, ne? Es ist um 18 Uhr abends, es ist erschienen. Ich habe das Tutorial in einer Runde durchgespielt, danach war ich arbeiten. Und danach habe ich einfach nur noch Zeit in dieses Spiel versenkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Serenity.